Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Heute mit dem Monster Juice Ripper aus den USA. Genau. Also zum Design. Gelber Hintergrund, gelbes Monster M. Na gut, es geht so von gelb ins Orange rein. Hier unten haben wir Juice. Das ist eigentlich dasselbe Design wie vom Chaos. Das neue Design. Und ja. Hier oben auf der Dose steht Ripper. Und ja. An der Seite, das kann man näher ranholen. Na. Ja. Haben wir wieder so ein paar Muster drauf, wie Pflanzen oder irgendwie sowas. Oder? Hm. Ja. Ja, hier auch nochmal. Und die ist wieder so beschichtet. Wieder mal typisch USA, würde ich sagen. Und ja. Hier die Nährwerte, also pro Dose 210 Kalorien. Zucker 50 Gramm, ja, ist nicht gerade wenig, und Koffein, kleinen Moment, da steht immer hier unten irgendwo, 152 Milligramm pro Dose, wieder weniger als in Deutschland, und ja, Monsterspruch, 20% Saft, ist ziemlich viel, weil manchmal steht auch drauf 0% Saft oder 1-3%. Gut, die ganzen Logos, wie immer. Und Tap und Top, Gold. Ja, ist Gold, ne? So goldenes Tap mit silbernen Monster in drauf und silbernen Top. Und hier nochmal das Ripper. Gut. Soweit zur Dose. Willst du mal öffnen? Nee, mach du. Der geht relativ einfach, das sehe ich jetzt schon. Gut, aber riechen tust du. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, wie der riecht. Ich würde sagen, typisch nach Ripper. Ja. Ja. Die gibt es ja auch in Deutschland, oder? Ja. In Deutschland wurde Chaos vom Markt genommen. Ripper gibt es auch nicht mehr so oft, aber warte mal. Der riecht, ja. Einfach nur nach Monster Ripper, wie der Deutsche. Das war aber auch schon beim Chaos so, den ich mit Tasty Game getestet habe. Da hat auch wieder Deutsche gerochen. Ich weiß aber nicht mehr, ob der Deutsche jetzt genauso aussah. Aber ich denke schon, wann habe ich schon den letzten getestet? Oder getrunken Ripper? Das ist auch schon wieder ein Jahr her. Gut. Ja, Farbe sieht aus wie Fanta. Und ja, kommen wir zum Geschmack. Willst du aus dem Glas testen? Ja. Ich nehme natürlich die Dose. Gut. Kommt an den Deutschen ran, aber ist nicht so süß. Irgendwie ist hier, ich finde, mehr Kohlensäure drin. Ja, was schmeckt denn da? Das ist irgendein Saft. Irgendein Saft ist das doch. Aber von was? Weiß ich nicht. Das ist irgendein Saft, hä? Ja. Typischer Monster-Saft. Haben die auch irgendwo hergestellt. Keine Ahnung, ist in der Monster-Saft-Fabrik. Haben die irgendwo hergestellt. Irgendwie aus chemischem Saft alles. Ja, also gut, es ist süß. Schmeckt einfach nach Saft, das muss man selber testen, keine Ahnung. Gibt es auch noch in Deutschland, bloß anderes Design halt. Und ja. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Regal stehen. Hol den mal, genau. Da muss ich wenigstens kein Bild einblenden. Genau, wir holen jetzt mal den Drink, den es auch in Deutschland gibt. Das ist ja dasselbe. Ja. Ja. Sieht wesentlich anders aus im Design. Aber keine Frage, dass das besser aussieht.
Ja gut, der Deutsche, wie viel kommt sogar an der? Na, der hat 53. Ja. Jedenfalls ist das der Deutsche, der ist ganz gut. Man müsste jetzt eigentlich, da müsste auch noch voll sein. Ja. Dann können wir den so vergleichen. Ja. Eigentlich gibt es da jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Ich wüsste nicht mal was. Wo du den her hast? Wo ich den her hab. Der ist ursprünglich vom BC13 Monster Show. Den hat er dann nach zum Energies AT geschickt und von denen habe ich den dann getauscht. Genau, ziemlich langer Weg von USA nach Österreich, nach Deutschland. Und ja, aber dellenfrei angekommen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das, ne? Und bis zum nächsten Mal.